Das letzte Spiel der E-Jugend des BSV Kloster Mansfeld vor der Weihnachtspause musste ausfallen, da die Gegner aus Querfurt nicht anreisen konnten. Stattdessen waren am Vormittag dieses 16. Dezember zahlreiche Damen und Herren mit Geschenkpaketen in der Sporthalle unterwegs. Grund war die Beteiligung des Vereins an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton, die es seit 1996 in Deutschland gibt. Initiiert hatten das Ganze zwei Spielerinnen der Frauenmannschaft, Caroline Sommer und Laura Andreas. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also es war eine recht spontane Aktion. Ich habe halt einfach, es Weihnachten steht vor der Tür, ich habe an Kinder gedacht. Und nicht jedes Kind halt bei uns in der Region kann halt auch zu Weihnachten mit leuchtenden Augen Geschenke auspacken. Und dann habe ich die Idee weiterverbreitet und dann haben wir alles in Schuhkartons verpackt. Ja, genau, alles in Schuhkartons verpackt. Und wir, das sind ja dann die Vereinsmitglieder, genau, sozusagen. Genau, es haben sich aus jeder Jugend und aus den Frauen- und Männermannschaften alle beteiligt und haben dann schöne Geschenke gepackt und die stehen jetzt hier hinter uns. Ja, das ist eine ganze Menge zusammengekommen, ne? Ja, genau. Wir haben insgesamt 21 Kinder, die wir quasi beschenken wollten oder wollen. Und wir sind auf fast 40 Pakete, glaube ich, insgesamt gekommen oder sogar mehr. Und ja, wir hoffen, wir können den Kindern aus dem Kolpingwerk in Hettstedt eine Freude bereiten. Sie wissen ja nicht, was drin ist, aber ist vielleicht auch ein Handball dabei? Ja, wir hoffen doch. Es wäre sehr schön, wenn wir vielleicht auch Kinder werben könnten und sie sich sportlich beteiligen können bei uns im Verein und sie sich halt auch bewegen können und in ihrer Freizeit was Gutes tun. Tatsächlich beteiligten sich alle Mannschaften des BSV an der Aktion. So packte auch Konstanze, deren Sohn beim BSV Handball spielt, ein paar Geschenke ein. Wie kam es bei Ihnen an, die Aktion? Sehr gut, da sind wir dabei. War keine Frage für Sie, sofort ja? Sofort ja. Was haben Sie eingepackt? Malbuch, paar Stifte, Kartenspiel, super Kleinigkeiten. Selbstverständlich war auch Vereinspräsident Jan Wego mit vor Ort. Er freute sich nicht nur über die gute Resonanz des Aufrufes, sondern auch über den Fakt, dass der Verein im Jahr 2023 30 neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen konnte. Ja, also die Saison läuft für mich als Präsidenten sehr erfolgreich. Wir haben Männermannschaft, die Frauenmannschaft, mehrere Kindermannschaften. Der sportliche Erfolg ist natürlich schön, aber wichtig ist erstmal, dass wir spielfähige Mannschaften haben. Wir haben einen großen Zulauf an Kindern vor allen Dingen, was uns als Verein sehr wichtig ist. Und die Kinder schauen natürlich immer hoch auf die Männer- und Frauenmannschaften. Und die Männermannschaft ist zurzeit erfolgreich mit einer sehr jungen Mannschaft. Und wir hoffen einfach, dass es in der Zukunft auch weiter so läuft. Gut, alles gut. Wie verbringen Sie Weihnachten? Ja, nach dem heutigen Tag, nach dem heutigen großen Spieltag, wird dann erstmal im Verein, denke ich mal, Ruhe eintreten. Wir haben die Weihnachtsfeier hinter uns, die sehr schön war. Und dann treffen wir uns zum ersten Spieltag am 6.1.2024 hier wieder in der Halle. Ja, Sie können das genauso gut wie Herr Scholz sich um die Fragen drumherum laborieren. Ja, Weihnachten in Familie, wie hoffentlich jede Familie das so schafft, zu sagen, hoffentlich kommt man mal zur Ruhe, weil Weihnachtszeit ist eigentlich die Zeit der Besinnlichkeit. Aber bei dem Weihnachtsstress, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsfeiern ist dann wirklich Zeit, dass es der 24. wird und man wirklich zur Ruhe kommt. Wer am Ende die Empfänger der vielen Pakete sein werden, erläutert Rüdiger Kersting vom Kolpingen Berufsbildungswerk. Das sind in erster Linie Kinder der Erziehungshilfe, die wir bei uns in der Einrichtung haben. Das sind um und bei 60 Kinder, die wir zurzeit betreuen im Rahmen der Erziehungshilfe und aber auch in unserem neuen Projekt im Haus am See in Vatterode. Also uns steht auch ein gewisser Etat zur Verfügung, um die Kinder zu beschenken, um sowas wie Weihnachten mit ihnen zu feiern. Aber so eine Gelegenheit wie heute ist natürlich total großartig. Wir haben uns sehr gefreut, als wir hier die Einladung bekommen haben. Und wir werden unsere Kinder natürlich mit den Präsenten nochmal wirklich schön beschenken. Ahnen die davon schon was? Nein, das ahnen sie nicht. Also kommt direkt der Weihnachtsmann. Der kommt wirklich tatsächlich nochmal, ja. Vor dem Abtransport der vielen Geschenke hieß es dann noch Aufstellung zum Gruppenbild, bevor schließlich alles in den PKW von Herrn Kersting verladen werden sollte. Da wurde es ganz schön eng. Thank you.
Kerstin war überwältigt von der Resonanz der Aktion bei den Kloster Mansfelder Handballern und bedankte sich nochmals auf das Herzlichste. Im nächsten Jahr werden die Verantwortlichen des BSV Kloster Mansfeld bei sportlichen Aktionen mit dem Kolping Berufsbildungswerk in Kontakt treten und vielleicht finden sich ein paar Kinder, die Gefallen am Handball und am Vereinsleben haben. Musik.